lebenstechnisch finde ich, sieht jetzt wieder ganz gut aus. Jetzt noch ein bisschen Mana sammeln. An diesen beiden Gegnern hier zum Beispiel. Ich finde eigentlich, sie müssten gut brennen. Heißen Geistschleicher, sehen aus wie Mumien. So. Obwohl so gut scheint das vielleicht auch gar nicht zu sein, dass ich jetzt zwischen denen gegangen bin. Oh, ich kann mich schön hinter dich stellen. Ja, okay, jetzt kommst du natürlich ran. Aber irgendwie scheint du daneben. Also, noch nicht mal gezielt zu haben. Ich möchte auch treffen. Aber ich würde fast sagen, ihr steht hier beide so schön. Dann hau ich euch eine Wassersäule rein. Okay, da du jetzt nur noch ein einziger bist und direkt vor mir stehst, wäre es fast schon ein bisschen unsinnig, Magie dafür aufzubrauchen. Und weiter mit uns. Lauf und lauf und lauf. So, und während hier der Kampf jetzt startet, gegen 5 Goblins. Ich trinke erstmal was. Ich kann nicht nach hinten ausweichen. Ah, und du stehst aber auch nicht nah genug. Mit der Wassersäule kriege ich dich leider auch nicht. Schade. Und wie der Goblin schon Kopf größer ist als ich. Ich will auch groß sein. Obwohl groß heißt nicht immer gut. Aber mit Größe verbindet man halt auch irgendwie Kraft. Ja. Nein, das war's nicht. Ausweichen, was damit? Agilität. Und Geisterpanzer. Das nenne ich doch mal eine interessante Kombo. Ich krieg wenig Schaden, wenn ich überhaupt getroffen werde. Ich krieg weniger Schaden und werde weniger getroffen. Was wollte ich sagen? Mein Geisterpanzer ist weg. Jetzt ist meine Agilität weg. Aber irgendwie scheint die ja auch nicht so viel geholfen zu haben. Naja. Früher habe ich die Verstärkungszauber eigentlich gar nicht genutzt. Früher habe ich das noch nicht so verstanden, wie gut das sein kann. Wenn ich meine Verteidigung erhöhe, dadurch weniger Schaden kassiere. So. Lala. Dich kriege ich jetzt aber auch noch down, bevor ich drauf gehe. Sag ich doch. Dann heile ich mich noch ein bisschen. Weiter. Und da ist auch schon der nächste. Oder sogar 2 Gegner. Nein. Aber ich kann gar nicht wirklich ausweichen. Mensch, nicht. Und jetzt habe ich keine MP mehr. Das bedeutet, ich
muss die Runde quasi aussetzen, weil ich nicht nahe genug war. So ein Schmu. Na, ich habe ja noch keine MP, schade. Aber sonst hätte ich jetzt einen schönen Windschnitt einsetzen können. Trifft ja beide. Aber für den Windschnitt brauche ich glaube ich 3 MP. Und jetzt lohnt es sich eh nicht mehr, weil nur noch ein Gegner da ist. Jo. Ich treffe ihn, er trifft mich, ich treffe ihn, er geht kaputt. Und dann der nächste Element. Wobei ich gerade am überlegen bin, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, wenn ich auf Wasser erstmal gehe, um die eventuell zu bekommende Heilung vergrößere. Wir haben da im Hintergrund schon gesehen. Oh, brumm, 4 Gegner. 4 Gegner. Ich glaube, das möchte ich in meiner derzeitigen TP- und MP-Situation nicht ausstehen. Erstmal hole ich mir hier diesen nächsten Geist, den ich eindeutig zu einem Wassergeist zwingen werde. Und damit heilen wir uns schon um 7. So, sodala. Wenn wir hier hochgucken, sehen, da ist nichts. Und jetzt, ein neuer Gegner, den hatten wir noch gar nicht. Heißling. Danke, wenn du mich aus der Ferne mit einer Nahkampffeuerattacke angreifst. Oh, aber die dürfte treffen. Ja, hat sie leider. Ich versuche mal ein wenig auf Abstand zu bleiben, was mir allerdings nicht gelingt. Und die hat wieder getroffen. Und da sie sich nicht bewegt hat, hat sie mich auch nicht getroffen. Das finde ich schön. Das finde ich schön. Das finde ich schön. Aber der Kampf hat mich auch wieder gut. Gut Mana gekostet. Das war dann so ein Kampf, den ich eindeutig als Fernkampf lieber bestreite. Währenddessen bei so einer Attacke lohnt es sich schon fast gar nicht im Fernkampf zu bleiben. Was mache ich? Was mache ich? Ach, ich mache meine Standardattacke. Damit fange ich immer an, weil ihr zu weit weg seid. Und dann macht ihr die Attacke auch. Schade. Oh, ich kann schon einen Sucher. Aber da wollte ich gerade gar nicht hin. Da wollte ich hin. Den Sucher kann ich auch später mal versuchen. Wobei der Sucher mir dann, glaube ich, nur anzeigt, um welches Element der Gegner zugeordnet ist. Wie viel Verteidigung, wie viel Angriff, wie viel Maximum HP er hat. Aber das wird dann wohl, glaube ich, auch nicht den ganzen Kampf angezeigt. Das verschwindet dann auch sehr gerne mal. Bevor man es großartig lesen kann. Finde ich. Ja, noch ein bisschen heilen, noch ein bisschen heilen und noch ein bisschen heilen. Damit laufe ich erstmal weiter.